Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elanon zu einem neuen Part. Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Wir haben Lola besiegt. Im Offscreen-Versuch. Ja gut, aber wir haben Lola besiegt. Und weiter geht's nun Richtung Champ. Jawohl! Wir haben die Top 4 besiegt. Wir haben alle 4 Trainer überwunden, um nun zum Champ hinaufzukommen. Ja, ich würde mal sagen, kurz noch das Pokémon-Team ein bisschen zurecht heilen und dann ja, geht's auf diesen Button, der uns hochbringt zum Champ. Ja, ich würde mal sagen, auf geht's, machen wir das und dann auf wie. So, zwei Tränke hatte ich ja noch mit dabei, weil ich in diesem Kampf hier gespart habe. Da habe ich auch noch ein bisschen was anderes gemacht und ja, starten wir zum Champ. Mann, bin ich aufgeregt. Der Champ wartet auf uns. Wir haben es so weit geschafft mit diesem Pokémon. Auf einen spannenden Kampf beim Champ. Ja, auf geht's. Da wären wir auf dem Podium des Champs. Huiuiui, bin ich gespannt, ob das was wird mit unseren angeschlagenen Pokémon und einem ungehorsamen Galoppa. Na dann, betreten wir die Ebene des Champs. Einmal durchatmen. Wir fordern den Champ heraus. Auf geht's! Das ist der Thron des Champs. Wir steuern direkt drauf zu. Und betrachten den Thron des Champs. Da kommt Professor Kukui. Der hat uns bestimmt schon erwartet. Mein Glückwunsch, junge Dame. Jetzt bist du der Champ der Pokémon-Liga. Naja, das heißt, vorausgesetzt, dass du jetzt auch noch den letzten Trainer besiegst. Und der wird sein. Und dieser Trainer bin natürlich ich. Ha, für einen Moment hast du es wirklich geglaubt, oder? Ja, in Pokémon Sonne war es nämlich so. Und es ist... Ist es Tali? Ich werde dein Gegner sein. Weißt du, als ich es endlich geschafft habe, meinen OP zu besiegen, obwohl er alles gegeben hatte, kam mir so ein Gedanke. Für mich bist du sowas wie mein großes Vorbild, Zwergfee. Du und deine Pokémon, um genau zu sein. Und gerade weil du mein großes Vorbild bist, möchte ich dich zu einem Kräftemessen herausfordern, bei dem es um alles geht. Und natürlich möchte ich den Platz danach als Sieger verlassen. Denn wenn sich Trainer und Pokémon so gut miteinander verstehen, wie das bei uns der Fall ist, macht ein Kampf doch gleich doppelt so viel Spaß. Findest du nicht auch? Dann sind sie nämlich in der Lage, etwas Großartiges zu schaffen. Wuhu! Kampf gegen Tali als Champ. Tali ist der Champ. Was für eine Überraschung. Naja, ich wusste es schon, ich habe mich spoilern lassen, aber was für eine Überraschung. Das hat man eigentlich nicht kommen sehen können. Pokémon-Trainer Tali fordert dich raus. Naja, wenn ich es jetzt im Nachhinein sehe, Hinweise gab es schon darauf. Also, uns wurde vom Spiel schon sanfte Hinweise gegeben, dass Tali der Champ werden wird. Also, es gab da ein paar Dialoge, die schon dahin deuteten, die anders waren als in Pokémon Sonder. Und ja, das hätte man aber nicht erraten können. Raichu, das erste Pokémon von Tali, ist besiegt. Galopp hat's hingehauen. Ohne zu zögern, ohne den Cosma auswringen. Ohne zu einfach zu gehorchen. Ohne nicht zu gehorchen. So, vergessen, auswringen. Eine Attacke, die hat Stärke 0. Anwender presst sein Ziel aus.
Je höher die KP des Zieles sind, desto höher fällt die Stärke der Attacke aus. Ja. Necrozma hat Auswingen nicht erlernt. Oh, hoppala. Naja, wollte ich nicht. Weiter geht's mit dem Kampf. Tali setzt Tauros ein. Natürlich, jetzt ein Tauros einsetzen. Okay, es gibt doch stärkere Pokémon, oder? Muss das jetzt mit Galoppa besiegen, das Tauros, oder was? Galoppa könnte auf deutlich stärkere Pokémon eingesetzt werden. Mann, das kommt mir jetzt ungelegen. Galoppa setzt Nitro-Ladung ein. Hui! Das geht ja hier gut voran. Wie gehorcht mir regelrecht. Erdbeben. Auwei. Auwei. Das ist eine Attacke. Hui, die ist verheerend. Ein Volltreffer. Dann noch einmal Nitro-Ladung. Ah, Galoppa wehrt ab. Ah, ja. Stimmt, ja. Da war ja was. Muss ja so sein. Dass die abwehrt. Kann ja nicht anders sein. Galoppa faulenzt. Oh wei. Jetzt wird's kritisch. Galoppa! Verdammt. War ja klar, dass du jetzt im entscheidenden Kampf, im finalen Kampf, die Sache vergeigst. So, Necrozma ist dann der Nachfolger, würde ich sagen. Kann Necrozma da was ausrichten? Tauros. Ja. Risikodeckel. Auwei. Werden wir es schaffen? Das zweite Pokémon ist besiegt. Hui, das ist spannend. Werden wir doch noch Champ der Alola-Region. Kriegen wir das hin? Unhafnir. Ich kämpfe mal weiter. Mal schauen, wie lange der Liebe es aushält, des lieben Necrozma. Sehr effektive Attacken hat, ja. Ein Drachenpuls. Ich erzittere. Hui. Juwelenkraft. Das bringt's extrem. So können wir noch einmal einsetzen, dann haben wir's. Top Genesung. Och Mann. Top Genesung hier. Willst du mich killen? Meine Fresse. Meine Nerven. Komm, jetzt noch einmal. Drachenpuls. Okay, das könnte das Ende sein. Na komm, halt aus. Noch ein KP. Ach, verdammt. Necrozma besiegt. Da hätten wir Steve. Was kann der? Der hat effektive Attacken. Hoodie, auch effektive Attacken. Pikachu effektiv. Ja, ich setze mal auf Steve. Der hat doch effektive Attacken und kann da vielleicht den Rest tun. Bohrschnabel, komm, setz ein. Drachenpuls, halt's aus, Steve. Steven, halt aus. Steve, verdammt. Nein, Steve wurde besiegt. Ich muss Galoppa womöglich wiederbeleben. Und zwar mit Dragon. Der hat sehr effektive Attacken, aber auf den will ich nicht setzen. Der ist schwach. Das ist der schwächste Pokémon. So, Beute, was haben wir da drin? Die Spannung ist extrem hier im letzten Kampf. Im Kampf gegen den Champ. Im Beleber haben wir noch einen dabei. Den muss Galoppa kriegen. Huiuiuiuiui. Es wird spannend. Wir haben keine Beleber mehr. Kritisch. Wir haben keine Beleber und keine Tränke mehr. Jetzt wird's final. Jetzt wird sich's entscheiden. Ob wir das hinkriegen oder nicht. Ja, Stromstoß ist effektiv. Galoppa wehrt ab. Das sieht schlimm aus, das sieht schlecht aus. Das entwickelt sich negativ. Der Kampf entwickelt sich sehr negativ. Galoppa wendet sich ab. Auwei. Wir müssten doch noch unhafen ja ein bisschen was noch nach einem kleinen Zwinkel abziehen. Dann wären die nächste dran. Ei, das sieht schlimm aus. Galoppa wurde besiegt. Huha. Hoodie und Pikachu noch. Das sieht nach einem Untergang aus. Wir haben keine Beleber mehr. Das hätte besser verlaufen können. Es könnte besser gehen. Luftschnitt. Auwei. Halt aus, Hoodie. Bitte. Hoodie wurde besiegt. Wir haben nur noch Pikachu.
Komm schon, Pikachu. Der letzte Kampf. Er könnte glorreicher enden. Drachenpuls. Oh nein. Nein, ich will gar nicht hingucken. Sag's mir nicht. Nein. Nein. Och nein. Ich höre doch schon das Geräusch. Zwang fährt keinen Kampf gegen Pokémon mehr. Jo, da würde ich mal sagen, schummelig ein kleines bisschen. Oder? Das kann ich nicht gelten lassen. Das hier ist der letzte Speicherpunkt. Damit kann man handeln. Wir starten den nächsten Versuch. Ich habe es doch bereits offscreen versucht. Ich habe einmal gegen den Champ, gegen Tani gekämpft schon. Ja, ich weiß, dass es machbar ist. Ich habe es nämlich offscreen schon mal hinbekommen. Ich habe den Champ schon mal offscreen mit diesen Pokémon, mit diesen Konstellationen, mit diesem kaputten Team schon geschafft. Dann war ich so freudig und bin diesen Part sehr gut angegangen. Galoppa faulenzt. Das zweite Versuch startet wieder. Offscreen-Versuch. Das hat noch nichts zu bedeuten. Das hat vielleicht sogar Positives zu bedeuten. Ah, faulenzt zweimal. Okay, ein dritter Versuch sozusagen. Eieiei. Schlag Bora. So. Es gibt eine Parallelwelt, in der es schon geklappt hat. Das heißt, es gibt eventuell auch noch eine Möglichkeit, dass das klappt. Okay, die machen wir natürlich nicht. Was wir nicht erlernt. Tauros. Wir kämpfen weiter. Ich glaube, das ist der beste Schachzug. Tränke haben wir natürlich keine mehr. Damit müssen wir leben. Den Champ ohne Tränke besiegen, das ist auch eine Art der Challenge. Nitro-Ladung. Damit muss es gehen. Nitro-Ladung. Und Galoppa darf auf keinen Fall zögern. Oder irgendwas verweigern. So wenig es geht. Hui. Es wird jetzt natürlich schlimm. Zurückgerufen, was? Das ist ja eine ganz komplett neue Zeitlinie. Ja, natürlich jetzt. Flamara. Schlagbohrer soll effektiv sein. Komm, nicht faulenzen. Charm. Okay. Das ist gut. Na komm. Schlagbohrer. Hau rinne. Was? Wehrt die Attacke ab? Wie geht denn das? Feuerfänger von Galoppa. Ah, Flammenblitz. Das ist gut. Feuerfänger ist eine gute Sache. Hochzugieb. Das ist nicht gut. Bevor nichts zu bemerken. Ach komm Galoppa. Tu mir den Gefallen. Schlagbohrer. Dankeschön. Nice, das ist sehr effektiv. Da haben wir zumindest schon von Lamara besiegt. Das ist schon mal gut. Tauros wird wieder eingesetzt. Okay. Tani setzt Tauros ein. Können wir den auch noch zu Ende kriegen mit Galoppa? Ja, mit Galoppa. Galoppa ist das Pokémon. Ich bin schon so nervös, dass ich die Namen der Pokémon vergesse. Das ist ungehorsam. Ja, gut. So soll es sein. Ich finde es sehr spannend. Ich finde es eine spannende Theorie, dass das Spiel entscheidet über die Möglichkeit des Gewinns und Verlierens. Das heißt, wenn du mit den gleichen Bedingungen fünfmal hintereinander hingehst, gibt es eine Variante, in der du gewinnst, eine Variante, in der du knapp gewinnst, in einer Variante, in der du knapp verlierst, in einer Variante, in der du locker gewinnst oder locker verlierst. Das hält irgendwie, ja, schon spannend vom Spiel gesteuert wird. So, Necrozma ist dran und Hafnir. Drei Pokémon hat der Champ noch, der Tani. Kriegen wir das gebacken? Sehr effektive Attacken. Juwelenkraft. Drachenpuls ist auch effektiv. Eieiei. Spannend ist das hier. Spannend. Hui. Ja, immer diese Attacken, wo dann nur noch ein bisschen was übrig bleibt. Drachenpuls. Oh, wenn der das jetzt überleben würde. Jetzt hätte ich einen Trank eingesetzt normalerweise. Dann hätte das noch überlebt. Aber ich muss jetzt ohne Tränke dealen. Okay, wir wissen aus Erfahrung, dass
Stief und Hoodie können es nicht leisten. Setz mal Steve ein. Steve muss jetzt mal, ob das so klug ist, aber Steve muss jetzt einmal für einen Belehrer standhalten, den ich auf Necrozma setze. Nicht auf Galoppa, sondern auf Necrozma. Und Hafnium wird geheilt. Das ist gut. Necrozma hat sich wieder erholt. Dann kann Steve was einsetzen. Bohrschnabel. Drachenpuls. Hui, wenn ich doch nur Bohrschnabel einsetzen darf. Mal schauen. Nein, darf ich nicht. Steve wurde besiegt. So, damit ist Steve wahrscheinlich aus dem Rennen. So. Necrozma sehr wichtige Attacken, die freuen mich. Die könnten hier wirklich was bringen. Juwelenkraft. Komm. Drachenpuls. Halt aus. Necrozma, halt aus. Du bist das legendäre Pokémon, du hältst das aus. Juwelenkraft. Ist so schade, dass hier diese. Dieser Punkt. Dieser kurze Punkt hier. Na komm hier. Erstschlag. Luftschnitt. Au. Tut dir richtig weh. Necrozma wurde besiegt. Hoodie. Wir haben noch drei Pokémon. Ich habe jetzt noch einen Belehrer in der Tasche, wenn ich richtig sehe. Ich will das nicht auf Hoodie setzen. Das ist ein Fehler. Wenn ich auf Hoodie setze. Necrozma und Galoppa. Das ist wirklich unser Team, auf das wir setzen müssen. Luftschnitt. Hoodie wurde besiegt. Ja, ihr seht, die halten nicht sehr viel aus, wenn sie nur zur Hälfte sind. So, Necrozma. Du kannst hoffentlich eine Attacke landen. Aber dann kommen zwei weitere Pokémon. Drachenpuls. Hui, die nächsten zwei Pokémon. Da müssen wir uns kümmern. Juwelenkraft. Okay, Unhafni haben wir besiegt. Hui. Schaffen wir noch ganze zwei Pokémon hier mit Necrozma. Ohne Tränke und ohne Beleber. Kravell. Eieiei, sehr effektive Phantom-Geysir. Na komm, One-Hit. Dann kriegen wir es doch noch hin. Nice! Mit sehr viel Glück, mit ganz, ganz, ganz viel Glück könnten wir das schaffen. Pyramene. Okay, das Starter-Pokémon von dem. Hui, das sieht schlecht aus. Juwelenkraft. Komm, das ist wirklich. Ach, verdammt, das sieht schlimm aus. Sieht schlecht aus. Mondgewalt. Sieht schlecht aus. Nein. Pikachu wäre jetzt an dieser Stelle sinnvoll. Was nochmal? So kann man ja schwimmen. Ist ja ganz legitim, wenn man das zurücksetzt. Ist ja alles im Rahmen des Machbaren. Hui. Spannung hier bis zum Schluss. Udel hatte ich noch in der Tasche. Das könnte den Kampf bedeutend entscheiden. Mein Team ist jetzt bis auf Dragon komplett geheilt. Das ist eine Sache und ich habe auch noch zwei Beleber. Das könnte den Sieg bedeuten. Seien wir gespannt. Ja, Galoppa ist dran. Ich hoffe, ihr vor den Geräten da draußen seid genauso gespannt, angespannt auf diese Sache hier wie ich. Auch noch beim dritten Versuch. Da lohnt sich's hier. Das ist also. So soll es ja sein. So ist Unterhaltung. Wenn das spannend bleibt und wirklich bis zum Schluss wirklich Spannung hält, ist auch eine partfüllende Sache hier. Wenn wir jetzt hier den dritten Kampf machen, das muss schon hier partfüllend sein. Ich habe jetzt nicht auf den Timer geguckt. Was für ein Timer? Zitiere Let's Play Markus. Ich habe keinen Timer, ich habe eine innere Uhr, die ziemlich genau geht, aber bei solchen spannenden Kämpfen geht es doch manchmal halt nicht so ganz so genau. Ein Bedroher von Taurus wirkt. Aber das könnte durchaus schon spannend werden, dürfte schon zeitflöhend sein. Ja, dabei gibt vor nichts zu bemerken, das ist immer scheiße. Das ist auch eine blöde Sache in den Pokémon-Abenteuern. Das halt auch die überlevelten Pokémon halt nicht gehorchen. Das ist so eine Sache, die ist so schade. Das ist für so ein Bonus, wenn man da easy peasy reinhauen könnte und es machen könnte. Tja,
Es bleibt dann wieder ein roter Balken übrig. Und jetzt hängt es vom Galoppe ab, ob sie gehorcht oder nicht. Das ist quasi die Entscheidung des Kampfes, wenn sie gehorcht. Taurus besiegt. Ich glaube, das ist so ziemlich die Stelle, wo sich der Kampf entscheidet. Das, auch wenn das Team zur Hälfte besiegt ist und auch jetzt, wo das Team komplett geheilt ist, ja, das könnte ein positiver Punkt sein. Krabbel, ja, das kriegen wir vielleicht hin. Das sieht gut aus. Ich glaube, das schaffen wir. Nitronadung. Auf ein Krabbel. Ich bin... Oh, ich würde gerade sagen, ich bin negativ eingestellt, aber ja, es klappt. Da waren es nur noch, wie viel hat er noch? Kiramene. Da machen wir einen Pikachu. Drei hat er noch. Jetzt setzt er die andersrum ein. Das ist eine andere Ordnung. Der setzt die in einer anderen Reihenfolge ein. Ich merke es schon. Kiramene kam zum Schluss. Bei dem letzten Versuch. Kiramene und Pikachu. Das muss doch klappen. Typ Elektro. Wie wär's mit Stromstoß? Auf geht's, Stromstoß! Komm, Pikachu, du gehorchst mir! Ja, nice! Das bringt was. Level 64 gegen Level 60. Komm, halt aus, Pikachu, halt aus! Halte aus! Na gut, halte aus, sieht anders aus. Ja gut, Necrozma, kann es Necrozma bringen. Oh, Hoodie wäre noch gut. Ja gut, das kommt mir relativ spät, die Idee. Juwelenkraft. Das ist verdammt uneffektiv. Mondgewalt ist effektiv. Das war vielleicht eine blöde Entscheidung. Das könnte mich dann doch ungünstig dastehen lassen. Topgenesung. Oh wei, oh wei. Und jetzt noch meine Attacke, die ich einsetze. Oh wei. Das nimmt üble Wendung. Statistisch gesehen bin ich am Arsch. Auch wenn es bisher bei mir schlecht aus, gut aussah. Guck mal, Hundi ist doch Typ Pflanze. Der dürfte das doch hinkriegen. Necrozma, komm zurück. Eieiei. Versuchen wir es wieder in den Latz zu biegen. Taktieren. Taktieren heißt es. Ihr seht schon, Hundi ist komplett geheilt. Huha. Der hat aber nicht viel aus. Laubklinge, 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 Laubklinge. Pyramarene ist besiegt. Uiuiui. Spannung, Spannung. Ich bin jetzt schon verschwitzt hier. Verspannung. Ja, verschwitzt ist was anderes, aber... Okay, das ist unpraktisch. Jetzt bräuchte man Necrozma. Mit seinen sehr effektiven Attacken. Komm mal zurück. Necrozma, du hast noch ein paar mehr KP. Halt das aus. Flammenblitz. Das bringt auch ihm einen Rückstoß. Halt's aus. Auwei. Nein, nicht Nachthieb. Verdammt. Der Flammenblitz kommt jetzt sowieso. Eieiei. Wir brauchen einen Leber auf Necrozma. Der Rückstoß ist aber schon mal gut. Steve. Nee, dich will ich jetzt hier nicht sehen. Du kannst mal hier standhalten. Beleber-Sache. Wir haben da noch ein paar Beleber. Zwei Beleber. Necrozma kriegt einen ab. Wir müssen sagen, Galoppa hat auch noch ein paar KP. Der hat noch Stand. Oh, Steve ist da wirklich schnell weg. Klammerer leider Rückstoß. Oh, das ist auch gut, dass die schon zur Hälfte weg ist. Steve. Ja gut, jetzt bist du noch zur Hälfte. Juwelenkraft. Hau rein. Cool, okay, das ist gut. Das bringt keine offensiven Attackenkräfte. Lass das wirken. Nice, Flammer, was besiegt. Da war es noch einer. Das letzte Pokémon. Mir versagt schon die Stimme. So angespannt bin ich. Hoodie erreicht Level 59. Sehr schön. Und Hafnir ist das letzte Pokémon. Easy, wir haben es geschafft. Easy, der Sieg ist unser. Na komm. Wir haben noch drei Pokémon, die am Leben sind. Und noch einen Leber. Easy. Easy.
Juwelenkraft. Locker, komm locker vom Hocker. Das kriegen wir hin hier. Das kriegen wir gebacken. Drachenpuls. Necrosmals Geschichte. Hui. Da haben wir Hoodie. Der hat noch ein paar KP. Und wollen wir Galoppa wieder. Ja, okay. Galoppa beleben. Das ist jetzt ungünstig. Wir haben keine Tränke mit dabei. Oh, scheiße. Top Genesung, natürlich. Oh, scheiße. Das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Lässt Galoppa. Das ist jetzt sehr ungünstig. Auweia. Warum ist Galoppa noch am Leben? Da muss jetzt Necrozma wieder... Ah, Necrozma. Wir wissen doch, wie das Gezitterer mit Necrozma ist. Auwei, 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 ei. Galoppa. Du hast wirklich nur noch diese paar KP und kann ich nicht wieder beleben, weil ich habe keinen mehr. Stromstoß ist effektiv. Ha, wir haben es mit Galoppa geschafft. Stromstoß. Galoppa leidet, wurde besiegt. Aber wir haben hier noch Necrozma. Necrozma. Guck mal, Trainer Tali besiegt. Wir haben den Champ besiegt. Wir geben ihm alles. So entwickeln wir uns immer weiter. Oh. Nice. Ich glaub nicht, wie ich mich gerade freue. Die Top 4 mit und den Champ mit diesem Pokémon-Team. Ihr habt die Videos gesehen, ihr habt mich vor der Top 4 gesehen, ihr habt mich jetzt in den Kämpfen gesehen, ihr habt mit mir geblutet, ihr wart mit dabei und holla die Waldfee. Aber so muss es sein, so darf es spannend sein. Also, wenn es am Ende gut ausgeht, so darf es spannend sein. Alter, haben wir geblutet. Holla die Waldfee. Oh, bin ich froh, es jetzt geschafft zu haben. Zwergfee gewinnt 14.400 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Champ von Alola hervor. Das ist zwar Tali, aber ja, das ist der Champ von Alola. Wir haben es geschafft. Wir sind der Champ von Alola. Wir haben die Top 4 und den Champ besiegt. Tja. Ich freue mich so. Meine Güte. Da kann ich wirklich stolz drauf sein. Ihr habt's gesehen. Mit diesem Zustand. Also das ist schon ein Erfolg. Ich bin stolz auf mich und meine Pokémon. Tali, das bin ich auch. Also auf mein Pokémon-Team kann ich nach diesen fünf Kämpfen, wirklich sehr, sehr stolz sein. Da kann ich wirklich sehr stolz drauf sein. Wir waren perfekt aufeinander abgestimmt und wollten den Sieg um jeden Preis. Aber offenbar trennt uns noch ein kleines bisschen von der absoluten Spitze. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Haaresbreite hier. Das klingt jetzt vielleicht merkwürdig. Aber obwohl wir verloren haben, stand ich bisher bei keinem Kampf so unter Strom wie bei diesem. Er sagt es. Also, unter Strom standen wir. Das ist das richtige Wort dafür. Also, die ganze Top 4. Und gerade bei diesem Champion-Kampf, bei den drei Versuchen jetzt hier. Holla, stand ich unter Strom. Ich hoffe, euch ging's genauso, weil das macht Spannung aus. Genau das macht den Spielspaß. Genau so soll Spannung sein. So soll Spielspaß und Spannung sein. Das macht es spielenswert. Schwer zu beschreiben. Ich bin irgendwie gleichzeitig enttäuscht und zufrieden. Es war einfach ein tolles Erlebnis. Ein echt Wechselbad an Gefühlen. Tani und Zwelfi, ihr wart einfach phänomenal. Aber ich hatte es dir ja damals gesagt. Zusammenspiel von Pokémon und Trainer. Dann die richtige Attacke im richtigen Moment. Genau das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und so haben wir die Geburt des neuen Champs miterlebt. Des verdienten Champs von Alola. Du weißt ja noch, wie ich dir das damals auf dem Gipfel des Hokonani-Bergs gesagt habe, ja?
Mensch, also die Pokémon und Trainer der Alola-Region sind einfach die Besten. Und die ganze Welt soll das wissen. Jawohl. Das ist der Traum, den ich mit der Gründung der Pokémon-Liga verwirklichen wollte. Und heute ist mein Traum endlich in Erfüllung gegangen. Genau hier und jetzt. Zwergfee Necrozma, ihr habt meinen Traum wahrgemacht. Necrozma, das war das ganze Team. Steve, Hoodie, Pikachu, auch Dragon hat mitgeholfen. Ja, wen habe ich noch vergessen? Galoppa natürlich. Nicht zuletzt, die hat auch mitgeholfen. Ich bin wirklich froh, an diesem traumhaften Ort den packenden Pokémon-Kampf zwischen euch beiden mit eigenen Augen verfolgt und somit der Geburt der Pokémon-Liga beigewohnt zu haben. Also dann, Zwergfee, du bist der erste Champ der Pokémon-Liga der Alola-Region. Es ist an der Zeit, deine Verdienste und die deines treuen Pokémon-Teams für die Nachwelt festzuhalten. Die Ruhmeshalle! Du bist der erste Champ von Alola. Herzlichen Glückwunsch! Galoppa! Danke dafür! Dragon, danke fürs Mitkämpfen! Danke Steve, mein tapferer Kämpfer! Danke Necrozma, du hast gerade beim Champ sehr viel geholfen! Danke Hoodie! Danke Pikachu, danke Ash Pikachu. Ihr wart ein großes Team, ein gigantisches, starkes Team. Danke. Du bist der erste Champ von Alola. Herzlichen Glückwunsch. Ja, hui, hui, hui. Das war eine Zeit in der Top 4. Das war eine Sache. Meine Güte. Haben wir reingehauen. Ja, Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergfest verpassen wollt. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn ihr auch solche Spannungen erlebt habt, wie ich hier in den letzten Parts und auch an diesem Part jetzt hier in der Top 4 beim Champ. Das ist doch ein Däumchen wert. Komm, dieser Sieg, das ist einen Daumen wert. Komm, spammt den Daumenknopf nach oben. Ja, hören wir auf zu betteln. Es war toll. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Habt noch einen angenehmen, flüssigen Tag. Gehabt euch wohl. Man sieht sich im nächsten Part. Haut darin, wie ich es mit meinem Team getan habe. Man sieht sich. Ciao, ciao.